Mechtel, machst du mal Sturm? Das ist Johannes Schlüter, der Jahreszeitenbeauftragte der Deutschen Bahn. Hier sehen wir ihn auf seinem Jahreszeitentestgelände in Uelzen. Ja, ich würde sagen, den Herbst haben wir im Griff. Eine Jahreszeit, die Schlüter besondere Probleme bereitet, ist der sogenannte Winter. Durch ihn kommt es im Bahnbetrieb immer wieder zu kleineren Fahrplanänderungen. Doch Schlüters Chef Rüdiger Grube ist viel zu sehr Global Player, um sich mit dem Thema Winter zu beschäftigen. Ja, Chef, draußen ist jetzt Schnee und Blitzeis. Machen wir als Bahn da jetzt irgendwas? Oder? Ach, ich glaube normalerweise nicht. Ich denke, das wird auch schnell wieder vorüber sein. Dann mache ich einfach gar nichts, ne? Danke. Bitte. Im letzten Winter gab es ja auch schon totales Chaos bei der Bahn. Haben Sie daraus nichts gelernt? Naja, konnte ja keiner ahnen, dass nur ein Jahr später schon wieder Winter ist, ne? Und da haben wir uns halt keine neuen Gleisenteisungsanlagen gekauft, sondern das Geld lieber für Stuttgart 21 zurückgelegt. Also mein Chef sagt immer... Cash in the Tash is the name of the game. Was? Naja, Cash in the Tash, also Money for the Deutsche Bahni. Also für Weichenheizung gab's kein Geld, oder was? Nee, aber naja, ein bisschen Frost from the Nordost ist ja auch no pain for the train, ne? Aber Ice on the Gleis ist not klug für den Zug. Ja, das ist auch wieder wahr. Und nicht nur im Winter gibt es Probleme, sondern auch im Sommer, besonders durch defekte Klimaanlagen. Doch Schlüter hat schon eine Lösung parat. Ja, also mein Chef sagt immer, Schwitz in the Sitz ist wrong for the Waggon. Und deshalb hat man ab diesem Sommer auch die Möglichkeit, in der ersten Klasse aufs Sonnendeck zu gehen. Und Schlüter hat noch mehr Ideen. So, jetzt kommt unser Jahreszeitenlied. Und eins und zwei und heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Willst du mit der Bahn fahren, bleib lieber daheim. Herr Schlüter, wird die Deutsche Bahn kaputt gespart? Wie bitte? Ich meine, zu viel sparen bei der Bahn kann ja bald nicht mehr fahren. Ach so, ja. Ach nö, so ein kleiner Knacks in der Achse ist doch kein Schock vor the Lok. Ja, und zur Sicherheit kann man immer zwei ICEs gleichzeitig losfahren lassen, ne, und dann einer kommt bestimmt heil an. Für den Fall, dass beide Züge kaputt gehen, hält Schlüter übrigens einige fast gleichwertige Reserveloks bereit. Ja, fahr doch die beiden Loks mal hier rüber. Ja, ruhig beide gleichzeitig. Nee, die Weiche ist nicht mehr vereist, das ist okay. Johannes Schlüter, ein Mann, bringt die Bahn sicher durch alle Jahreszeiten.